Fabel von Jean de La Fontaine bekannt, der Rabe und der Fuchs. Ich rufe kurz in Erinnerung. Auf einem hohen Baume hockt der Rabe mit einem Stück Käse im Schnabel. Da kommt vom Käseduft angelockt reinige Fuchs in unsere Fabel. Monsieur Rabe, wie schön ihr doch seid in eurem prächtigen Federkleid. Ohne zu lügen, wenn eure Lieder so schön sind wie euer schwarzes Gefieder, dann seid ihr der König in diesem Revier. Wie das in den Ohren des Raben klang. Um zu beweisen seinen schönen Gesang, riss er den Schnabel weit auf, der Käse fiel runter, der Fuchs schnappt ihn sich und rief dann munter: Merkt euch, guter Freund, jeder Schmeichler lebt auf Kosten dessen, der ihn hört. Diese Lektion ist zweifellos ein Stück Käse wert. Der Rabe, verwirrt und beschämt, schwor, wenn auch zu spät, dass man ihm nie wieder so reinlegen täte. Schöne Lupe, schöne Lupe, schöne Lupe, die Rest, la, 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 schöne Lupe, die Rest.
neigen sich dem Ende zu, deshalb haben wir uns was Besonderes gedacht. Ja, wir haben heute Nachmittag gehört, dass wie fast jeder Chor wenige Männer und viele Frauen hat. Deswegen haben wir gedacht, die Männer kriegen heute von uns was Süßes. Französisches Lied gut pflegt, richtig? Ja. Also, die Frankophilen zum Beispiel, der Sebastian da hinten, sind natürlich gerne eingeladen. Das wäre doch was, Sebastian, ne? Guck dir die schnuckligen Damen an. Gut, und dann noch vielleicht ein kleiner Schwankel. Die Astrid, die so laut immer schreit, das ist natürlich auch eine Neuländerin, da kennt man schon mal das Land. Die hübsche Dame wollte ich sagen. Wir können den Bogen noch weiterspannen. Also der Luis Castellanos wird gleich noch auch etwas Nettes auf dem Klavier aufführen. Und bis dahin werden wir jetzt aber ein... richtig? Ja, gut. Bis dahin haben wir jetzt aber noch einen kleinen Programmhöhepunkt. Und Moment, nicht so schnell. Bevor wir den letzten Höhepunkt ansagen, möchten Sie schon mal mental auf unseren freien Teil vorbereiten. Also wenn jetzt in Ihrem Kopf die Idee entstanden ist, was ist immer eigentlich auch oder sowas ähnliches. Sie können sich Gitarren leihen, hinter dem Vorhang steht ein toller Flügel, was auch immer. Fassen Sie Mut, betreten Sie unsere neue Bühne, melden Sie sich gleich bei mir oder bei Max und wir werden das dann sammeln und arrangieren und wir hoffen, dass dann ein ganz spannender und toller freier Teil entsteht mit ganz vielen Teilnehmern. Und die ersten Meldungen haben wir schon und ich kann gleich sagen, es sind ein paar richtig, richtig tolle Beiträge zu erwarten. Also bleiben Sie hier, lassen Sie sich überraschen und tragen Sie selber noch was dazu.